Auf der Interzoo 2024 gab es natürlich auch einige Terraristik-Stände und in den letzten Jahren habe ich mich ja auch sehr mit Terraristik beschäftigt, mit Terrarien. Ich war auf der Suche nach den schönsten Terrarien oder nach schönen Terrarien, die mir so gefallen. Ob ich was gefunden habe, seht ihr in dem Video. So, jetzt hier bei Aqua Art, es gibt neue Pflanzen, und zwar carnivore Pflanzen. Also hier zum Beispiel auch eine neue Verpackung für die carnivoren Pflanzen. Schau mal, ein Wasserschlauch. Ja, eine Utricularia, aber eine andere Art. Calicifida. Die wird wahrscheinlich nicht unter Wasser wachsen, sondern über Wasser. Wie nice das aussieht. Ja, da gibt es ja echt viele verschiedene Utricularia Arten. Wie auch so eine Kannenpflanze, eine Nepenthes. Meine Pentis. Und diese Gläser gibt es dann auch von Aqua Art. Sind jetzt noch nicht ganz final. Kann man dann aufmachen zum Belüften. Schaut sehr cool aus. Und hier anscheinend noch so ein Tropical Rain zum Besprühen. Auch sehr cool, vor allem, weil es eine große Flasche ist. Also. Kann man ja machen. Ja. Das ist jetzt aber nur eine Flasche. Achso. Also die wird es dann auch in kleiner geben. Also hier das Mikroterrarium. Bin ich echt gespannt. Schaut echt sehr cool aus. Ich glaube, hier sind noch weitere. Ich glaube, hier die selten. Aber sehr cool. Very nice. It's 1 year old. Oh, ein Jahr alt ist die kleine hier. Okay, das sind sehr kleine Pflanzen. Ist ja oft so schwer, bei den Terroristikpflanzen, dass man da kleine findet. Und dann ist das echt cool. Muss man immer ein bisschen auf den Bodengrund achten wegen den Nährstoffen, weil die nicht so viel Nährstoffe brauchen. Aber es ist sehr cool. Hier auch ein bisschen was Größeres. Das sind keine In-Vitros, sondern Zwischenform. Werden In-Vitro gezüchtet und dann umgesetzt, damit sie sich besser auf die Terrarien umstellen können. Und es steht auch drauf, dass man die zuerst mal bei 90% Luftfeuchtigkeit halten soll, damit sie sich noch besser umstellen und Wurzeln bekommen. Aber es ist eine coole Sache, darf man nicht mit In-Vitros verwechseln. Aber sie sind trotzdem sehr steril, weil sie ja von In-Vitros hier umgesetzt werden. Also trotzdem irgendwie keine Parasiten oder so drauf. Also ist echt cool, bin ich echt gespannt. Schaut sehr, sehr interessant aus. Okay, hier haben wir den nächsten Stand. Hier wird zum einen noch Lucky Reptile vertrieben. Und da importiert, glaube ich. Das sind ja so Wüstenterrarien. Ab hier sind ein paar interessante Sachen. Hier ein Schmetterling-Terrarium. Das ist ein Terrarium zu sagen. Wir sind anscheinend ganz besondere Schmetterlinge, was ich schon gehört habe. Das war auch hier. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht oft gesehen, dass jemand Schmetterlinge hält. Und sonst haben sie hier noch so, ich glaube, BVC-Terrarien. Habe ich auch schon mal überlegt, ob sowas interessant wäre. Ich glaube, weiter drüben sind noch andere. Aber ich bin mir nicht so sicher. Das sieht halt immer nicht so schön aus, wie ich mir das halt für mich selbst vorstelle. Ich habe halt viel Weißglas-Aquarien und ich hätte am liebsten was auch Ähnliches mit den Aquarien. Und da finde ich leider echt wenig davon. Auch zum Beispiel hier gibt es in Schwarz, ich finde das fast schon ein bisschen edler aus. Das sind halt so Lüftungsgitter. Ich bin mir halt nur nicht so sicher, es muss eigentlich schon dicht sein, weil ich glaube, es wird auch verschweißt oder zumindest silikoniert, dass es dicht ist. Hier sind dann auch ein paar Tiere in Terrarien. Das ist auch so Echsen, hätte ich irgendwann mal Lust, mal irgendwelche Tiere zu halten. Oder auch so ein Chamäleon wollte ich auch sehr lang haben, so wie hier. Mal schauen, vielleicht mache ich das auch irgendwann mal in einem Chamäleon-Terrarium vielleicht. Also so ein Chamäleon, was sagt ihr? Soll ich mal ein Terrarium für ein Chamäleon bauen? Also würde ich schon echt mal cool finden. Hier sind noch so kleine Gläser, aber ich glaube, hier sind auch Tiere drin. Ja, hier zum Beispiel ist eine Vogelspinne. Ich glaube, Vogelspinne wäre das Letzte, was ich mir zulegen würde, also Spinnen generell. So andere Reptilien finde ich schon ganz cool. Aber hier auch so verschiedene Käfer. Ja, das ist interessant. Da Stabheuschrecken. Das sind gefühlt alles so Tiere, was ich gerne mal haben wollte als Kind. Was man immer hier was sieht, hier sind glaube ich Tausendfüßler, ja. Hier sieht man das Etikett. Aber hier auch so verschiedene Spinnen. Hier ist eine kleine Mini-Gottesanbeterin, aber ich glaube, die kann man gar nicht erkennen. Hier ist eine größere. Ich glaube zumindest, dass es Gottesanbeterinnen sind. Schaut sehr interessant aus. Okay, hier haben wir jetzt noch Aqua One, habe ich schon mal gehört. Reptile One habe ich noch gar nicht gehört. Aber ist schon fast logisch, dass die so heißen. Hier gibt es auf jeden Fall auch so künstliches Zubehör. Ist halt für manche Tiere, also ich glaube für so zum Beispiel Schlangen, ist halt künstliches manchmal auch nicht schlecht. Aber ich bin halt kein Fan davon. Aber hier haben wir Terrarien, die zumindest jetzt schon mal ganz gut ausschauen. Auf den ersten Blick.
Das ist auch mit einem Rahmen. Aber das sind auch nur die Schienen. Den kann man wahrscheinlich auch aufmachen. Und hier kann man auch Wasser einfüllen. Schaut auf jeden Fall sehr interessant aus. Auch hier die Größen. Ist sehr cool. Okay, hier gibt es noch ein Terrarium mit Holz. Finde ich auch ganz schön. Ich weiß nicht, wie resistent das dann auf Dauer ist mit viel Wasser. Aber ich denke, für so trockene Eis ist das ganz cool. Aber finde ich optisch auch sehr schön. Vor allem auch mit dem Unterschrank. Das ist wirklich eins der schöneren Terrarien. Und hier kann man auch hinten so eine Heizmatte reinschieben, habe ich gerade gezeigt bekommen. Und anscheinend gibt es auch andere Versionen. Anscheinend auch mit kleineren Netz. Ich habe es irgendwie noch nicht so ganz verstanden, ob es das jetzt gibt oder nicht. Ich habe gefragt, aber ich habe keine ganz eindeutige Antwort bekommen. Aber hier so von den ganzen optischen finde ich es ganz gut. Also auch hier das Ganze schaut sehr minimalistisch aus. Werde ich mir auf jeden Fall dann später nochmal genauer anschauen. Aber es ist halt immer so ein bisschen ein Problem jetzt bei der Bauform. Wenn man halt so ein großes Netz hat, dann muss man es irgendwie abdecken, wenn man jetzt Tiere hat und halt auch Pflanzen hat, die es feuchter brauchen. Und das ist immer so mein Hauptfokus. Hier gibt es noch so Mini-Terrarien, also ganz kleine. Also hier sind größer, aber hier so richtig klein. Für ganz kleine Tiere oder zur Aufzucht. Also hier Terraristik, habe ich schon im letzten Video gezeigt, also im Aquaristik-Video. Aber der Stand, also der Teil vom Stand, ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Part. Also hier Yokuchi. Glaube ich, von der Aussprache tut es mir echt leid. Werde ich auf jeden Fall nach was mitnehmen, hat mir schon einmal angeboten. So, hier die Base für Terrarien. Gibt es auch halt noch einen kleiner. Also hier der Bimstein, so wie hier das. Oder hier so eine Art Ravikusa-Mist, aber das soll auf jeden Fall günstiger sein als der von Dora. Auch eine coole Sache. Und hier auch so Düngekapseln für Terrarien, extra für Terrarien. Und hier ist ja auch der Soll für Terrarien und Aquarien, ein anderer. Das ist sehr cool. So, hier haben wir jetzt Zoomed und da gibt es ja auch einige Terroristik-Sachen. Hier ist ein Schildkröten-Shallow-Aquarium, also ein flaches Aquarium mit Lampen und jede Menge Zubehör. Ich glaube, hier drüben sind dann die Terrarien. Das sind halt so klassische Terrarien, wie so die Exoterra. Und hier haben wir Käfer, die gerade fressen. Und bei dir. Das sollte auch ein Chamäleon sein, ja. Das ist ein kleines Chamäleon. Also ein Chamäleon wäre schon echt cool. Ich muss mich aber noch mehr informieren, wie das da von der Haltung ist. So, schon. Ich habe mich schon mal ein bisschen informiert und es ist immer gut, wenn man so ein ziemlich offenes Terrarium hat, was viel zirkuliert. Da sind sogar mehrere. Also hier hinten ist noch eines. Aber ja, ist wieder so von der Qualität, ist okay und wahrscheinlich sicher auch praktisch. So jetzt hier zum Beispiel von den Schlitzen und oben vom Gitter. Aber ich finde es halt immer nicht so schön optisch ansprechend. Okay, hier haben wir noch ein Badagamen-Terrarium. Also auch sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass sie so klettern. Kennt sich dabei aus in den Kommentaren. Aber finde ich auch sehr cool. Die schauen sehr gechillt aus hier oben. In der Wärmelampe hier. Und hier noch so 100 Füßler. Die wollte ich früher als Kind auch immer haben. Wäre auch eigentlich mal ganz cool. So ein Terrarium wie das hier. Mit so 100 Füßler. Schaut relativ viel aus, was da drin ist. Also vielleicht weniger. Aber ich denke, das wird denen ja fast auch egal sein. Aber hier sieht man einen, der gerade frisst. Finde ich auch sehr cool. Aber ich brauche auf jeden Fall mehr Platz. Hier sind auch noch welche drin. Das sind Smaragd-Langschwanzechsen. Die haben gerade ein Mikroheimchen gefangen und fressen es gerade. Das ist schon auch sehr cool, dass ich. Ich weiß nicht, ob die noch viel größer werden. Finde ich auch sehr faszinierend. Okay, und hier noch ein Panther-Chamäleon. Okay, hier ist gerade eine Heuschrecke. Mal schauen, vielleicht fangt er die jetzt. Ja, vielleicht hat er auch einfach gerade keinen Hunger. Aber die Tiere hier sind von das Tropenhaus. Ich glaube, die haben ja auch irgendeinen Stand. Oder sie sind hier mit vertreten. Und hier ist auch noch ein Paludarium. Da sind Kronengeckos. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist mit einem Wasserteil und Kronengeckos. Habe ich jetzt noch nie so gesehen. Und hier gleich in der Nähe von Zoomed ist der Bat Factory. Also ich glaube auch ein Tiergroßhändler. Es sind halt viele Tiere ausgestellt. Ich werde hier auch mal durchschauen, was die so da haben. Die hier ein paar Freigeschwäche.
müssten, glaube ich, Tintorio sein. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber die machen hier auch den Trick mit der Banane, dass sie hier füttern, dass die Fliegen an der Banane bleiben. Aber hier sind einige Tiere ausgestellt, die jetzt nachher dann noch im Großhandel verfügbar sind. Und hier sind auch noch mehr Insekten. Also hier jetzt auch wieder die 1000-Füßler oder 100-Füßler, ich bin mir gar nicht sicher gerade. Auch hier so andere Käfer. Das sind auch irgendwie interessant. Dann hier, keine Ahnung, was das ist. So, hier steht der Name, aber. Hier steht der Name, aber das Gerät schaut auch arg aus, wie so ein Alien. Hier ist eine Gottesanbeterin, die die Orchideen nachahmt. Dann hier ein paar Asseln. Und hier wieder Vogelspinnen, das ist nicht so meins. Also andere Tiere wie die Käfer oder so andere Insekten finde ich ganz cool. Aber Vogelspinnen weiß ich nicht so. Und hier so Einsiedlerkrebse. Also ich bin jetzt hier bei Hagen und hier gibt es Exoterra, Terrarien. Finde die auch noch ganz cool, sind halt auch immer mit dem Kunststoff. Aber ich finde die trotzdem optisch noch ganz schön. Vor allem die Froschterrarien, die gibt es gleich da drüben wahrscheinlich. Da gibt es noch eine Pfeilgiftfrosch-Range. Hier ist ein Schildkröten-Halotarium. Ich finde Schildkröten auch irgendwie cool. Und hier auch noch ein Halotarium. Okay, wir haben da gar nicht mehr so viele Exoterra-Sachen. Also die Froschterrarien, die Pfeilgiftfrosch-Terrarien haben es leider nicht da, zumindest habe ich es nicht gefunden. Also, ja, die hätte ich interessant gefunden. Die anderen Sachen nicht so richtig. Okay, hier sind noch Terrarien, aber auch wieder so. Standard-Dinger mit Lampen. Auch hier sind so andere Formen, aber da spiegelt mir dann alles zu viel. Okay, blau habe ich euch schon im letzten Video gezeigt, aber es sind natürlich auch Paludarien. Das würde ich auch kurz zeigen, falls ihr das andere Video noch nicht gesehen habt. Das ist hier ein Paludarium. Finde ich ganz cool, weil es sehr tief ist, so eine große Grundfläche hat. Und hier gibt es auch nochmal das in kleiner und hier in leer, also ohne den System. Finde ich was cooler. So. Sehr, sehr nice. In der Verklebung schaut es nämlich hier jetzt auch ganz gut aus. So, ich bin jetzt hier bei Hobby und da gibt es auch ein paar interessante Sachen in der Terraristik. Willst du uns zeigen, was ihr so Neues habt oder generell, was ihr so habt? Sehr gerne. Zum einen haben wir tolle neue Rückwände für unsere Terrapix und Easy, passend für unsere Terrarien halt eben ausgelegt. Ja. Das ist ein ganz schönes Gimmick, macht das Terrarium schöner, auf hochwertiger. Und was wir auf jeden Fall neu haben, ist für unsere Nano-Serie eine kleine Regenanlage. Ja. Wir hatten bisher eine große Regenanlage mit 9 Litern, aber die war halt eben teilweise so groß, das macht dann keinen Sinn für einen 30er Würfel oder sowas, sich 9 Liter Regenanlage daneben zu stellen. Deshalb haben wir jetzt unsere Easy Rain Mini, da fast 700 Milliliter, lässt sich direkt am Terrarium anbringen, lässt sich ganz normal Intervalle, Zeiten einstellen, wie bei der großen auch, nur halt eben das Ganze in klein, falls man halt eben nur kleine Terrarien hat, lässt sich, was die Düsen angeht, auf bis zu 4 erweitern, also kriegt man schon eine ganze Ecke mit ab. Und wie viele sind dabei? Es sind 2 Düsen mit dabei, es ist 1,80 Meter, ist Druckschlauch mit dabei, Stromkabel, Fernbedienung ist dabei, so dass man, wenn man abends auf dem Sofa liegt und denkt, wie könnte man ein bisschen Feuchtigkeit gebrauchen, nicht aufstehen muss. Und das Schöne ist, die ist batteriebetrieben. Da haben wir so eine L-förmige Düse, das heißt, die kann auch als Handsprühgerät verwendet werden. Okay. Ist eine ganz nette Ergänzung und ich glaube, das wird ganz gut ankommen. Kann man circa sagen, wie lange die Batterie hält? Also wenn durchgehend, also wenn es auf Dauerbetrieb ist, hält die Batterie 4 bis 6 Stunden etwa. Okay. Also durchgängig sprühen 4 bis 6 Stunden? Durchgängig sprühen, genau. Okay. Also im Normalbetrieb wird die einige Wochen auf jeden Fall halten. Okay, ja. Genau. Dann haben wir noch ein paar schöne kleine neue LEDs ebenfalls für uns mit Terrapix und Easy. Ja. Sind ganz schick, machen einen guten Eindruck und passen sich gut ins Gesamtkonzept ein. Also sonst generell die Terrarien habt ihr ja schon länger auch? Genau, die Terrarien haben wir schon länger. Was mir in letzter Zeit dazu kam waren neue Größen. Wir sind mittlerweile bis zu einer Größe von 1,50 Meter, können wir alles abdecken. Sowohl groß und breit, wie auch hoch. Und da haben wir das Sortiment halt eben nochmal schön ausgebaut. Aber die sind so, dass man die selber zusammenbaut? Genau. Die sind auch bei dem mit Wasser? Oder? Genau. Also was man bekommt, was zusammengebaut ist, ist die Bodenschale jeweils. Die ist auch wasserdicht. Und der ganze Aufbau darüber wird halt eben unaufgebaut mitgeliefert.
Das Schöne ist, die lassen sich verschicken und sind halt eben für den Transport extrem sinnvoll, dass man die zusammenlegen kann. Ja, auf jeden Fall. Gerade so 1,50 Meter Terrarium, das kriegt man halt eben nicht mehr in normalen Kombi unter Umständen rein und ja, dadurch passt es. Und irgendwie überstürzt irgendwas entscheidend. Aber mal schauen, vielleicht gibt es ja irgendwann in Zukunft auch noch mehr Terroristik-Content auf dem Kanal. Und wenn ihr jetzt noch mehr Aquaristik-Highlights sehen wollt, dann klickt jetzt hier, da kommt ihr zu dem Highlight-Video, wo ich euch die ganzen Aquaristik-Highlights von der Interzoo zeige.